Nee. Wie die Kameraranger. Echt jetzt? Ja, das kannst du nicht machen. Ach so, warte. Ich muss auf Position. So. Gut. Ein herzliches Grüß Gott und einen wunderprächtigen schönen guten Vormittag, Mittag, Abend, Schrägstrich, Nacht und für alle, die es noch werden möchten. Und damit zu einem neuen Lego-Review. Jo. Von einer, wie soll man das jetzt schön formulieren, von einer Glanzidee von dieser Firma, Hidden Side. Wenn man ein bisschen Geld auf der Seite hat und einem sehr fad ist im Kopf, kann man sich diese Sets noch gönnen, weil die momentan, also sprich Ende Jänner 2021, werden diese Sets verramscht. Dieses, das ist das Größte, eigentlich ganz besonders, weil dieses Set hat es nur ein halbes Jahr lang im Shop und deren Partnern, sprich Spar oder Müller oder sonst irgendwo, nur ein halbes Jahr auf dem Markt gegeben. Sprich, das hat am Anfang, ich meine, das muss da mal geben, ein Hunderter kostet. Ich habe es bekommen für schlanke 67, weil Restposten wollte keiner haben. Aber es ist immerhin eine Burg. Und wenn man schon so günstig eine Burg kriegt, dann braucht man halt günstig eine Burg. Und so schaut das ganze Schmuckstück in Original aus. Den Riesenkarton, gehen wir mal kurz auf die Seiten. Und schauen noch mal kurz in die Anleitung. Das ist eigentlich ja, so ein dünnerer Stephen King. Macht aber nichts. Es ist ganz wichtig, dass man für diese Sets ein Smartphone hat, weil sonst ist es ja nichts. Ich meine, das sind immerhin nur Bausteine, also Plastik um viel Geld. Ja, das muss man mit einer App verbinden, weil sonst kann das ja nichts. Da ist Lego drauf gekommen, hat ja, Marktanalyse die letzten paar Jahrzehnte so ein bisschen Revue passieren lassen und ist drauf gekommen. Einfach nur Plastik, Spielzeug, wer würde das kaufen? Das zählt nicht. Wir müssen das mit einer App verbinden, weil das ist der heiße Scheiß. Wunderbar. Und ja, Hidden Side ist dabei rausgekommen. So, Technik und Lego haben Liebe gemacht. Verhütung wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Und ja, ich meine, die Bauanleitung, es ist wirklich, ich meine, grüß Gott. Ja, ist okay. Regenwald lässt grüßen. Man baut es eigentlich recht modular. Eklor. Da. Hat sieben Bauabschnitte, gibt glaube ich. Puh. Aber 10 oder 11 Tütchen oder Sackerln, wie wir in Österreich sagen. Ist jetzt aber nicht so viel. Bauabschnitt 1, also das schaut ungefähr so aus. Ist jetzt nicht spektakulär oder auch nicht die Welt. Muss aber ehrlich sagen, dass hin und wieder, weil es meist ist, entweder grau oder schwarz. Oder in irgendeiner undefinierbaren Grün-Blau-Verschnitt, keine Ahnung. Die Teile sind eigentlich relativ cool. Also wenn man die so kriegt, ist es nicht zuwider. Für eine Sammlung eigentlich perfekt. Aber sonst eben relativ eintönig. Und man hat halt da oben immer die hier. Die Standards, die benötigt werden, aber dass man sich dann genau anschaut, wie die Gestelle. Also, bin ehrlich, zwei oder dreimal habe ich mich schon verbaut. Insgesamt, naja, 2,5 Stunden, da steht dann das. Oder 3 Stunden, dann steht das. Wenn man gemütlich baut, 3, dann steht dieses wunderbar prächtige Teil vor einem. Gibt wirklich ein paar Highlights, muss ich sagen, ein paar Spielfunktionen. Insofern für Kinder eigentlich sehr cool. Ich habe es gekauft, weil ja, das Kind im Manne. Und es ist eine Burg. Es ist eine Burg, die eigentlich für 100 Euro never ever, aber für 65 oder 67, was ich gezahlt habe, kann man das schon mal machen. Schaut eigentlich nicht so wieder aus. Schauen wir uns zuerst nochmal die Minifiguren an. Da kommen zuerst die normalen, also an der Zahl 5, normale Minifiguren. Da haben wir zuerst, komm, Fokus, ja, dieses wunderbar rot. Käppchen in männlich als Teenager mit einem Smartphone. Wichtig. Dann dieses wunderschöne Mädchen mit dem lila Haar. Ja,
haben beide eine Beinbedrückung, das finde ich cool. Eigentlich haben da alle eine Beinbedrückung, wenn ich mir das gerade so anschaue. Ja, ist okay, aber mit einem Smartphone. Dann, was er in der Geschichte zu erzählen hat, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Das weiß ich nicht. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es wissen will. Der schaut einfach nur ein bisschen komisch aus und hat eine Armbrust. Ich war mir nicht so voller Wohlbehagen und immensen positiven Glücksgefühle, wenn ich ihm alleine im Wald begegne. Aber davon gehen wir nicht aus. Und dann haben wir noch zwei eigentlich relativ gleich aussehende Ritter. Das sind die Wächter, die von Death Bösen. Das ist eine böse Burg. Und die kehren ihm da dazu. Und dann kommt jetzt noch das Highlight, das Eyelight, nämlich eine Special Minifigur, welche nur in diesem Set drinnen ist. Irgendwas Positives muss es ihr haben. Spaß. Das ist er, Graf Dracula ohne Zähne. Und der schaut wirklich cool aus. Wenn man den seine Augen anschaut, Fokus, es funktioniert. Also das hat was. Das hat was, oder? Wenn man den so einfach so schräg ins Bild schaut, Fokus. Foki. Cool, oder? Hat was. Diese Figur, vor allem eigentlich hauptsächlich dieses Teil hier, das da, wird momentan ungefähr bei Bricklink oder eBay Kleinanzeigen oder diverse andere Fachhändler um ungefähr 20 Euro vertickt. Sprich, wenn man die verkauft, dann hat man eigentlich, naja, fast die Hälfte schon wieder, ist egal. Und ja, aber ich gebe die nicht her, mir gefällt es dann nämlich selber. Und dieser Graf Dracula für Arme, der hat wirklich was. Schaut euch den an. Wann wandert der in der Nacht begegnet? Bin aber ehrlich, ich begegne ihm lieber als wie den Typen mit der Armbrust. Ja. Gut. So, dann kommen wir jetzt einmal zu Burg. Die hat nämlich auch ein paar wunderschöne Details. Nämlich zum einen. Man kann es öffnen, man kann es öffnen. Geöffnet sieht das Ganze dann so aus und es ist offen. Und wie mir gerade auffällt, ist hier etwas runtergefallen. Das macht nichts, denn dann geben wir das wieder hier hin und alles ist perfekt. Ja, die Burg geöffnet schaut dann so aus. Das gefällt mir eigentlich relativ gut, weil da haben die Kinder dann eigentlich viel Platz zum Spielen und bietet eigentlich, beziehungsweise es ladet dazu förmlich ein, dass man da drinnen noch weiter irgendwas baut. Und das ist ja nicht schlecht. Es soll ja die Fantasie angeregt werden, sprich nicht nur das stehen lassen und für immer und ewig irgendwie in der Ecke verstorben. Auch eine Möglichkeit, aber das ist eben nicht so der Grundgedanke, beziehungsweise war nicht der Grundgedanke von Lego, wie es gesagt hat, hey, Plastikteile, die man connecten kann. Jo. Zu den Funktionen sind eigentlich relativ schnell erklärt, aber für das, was es ist und wenn man bedenkt, dass es 67 Euro gekostet hat, ideal eigentlich. Zum einen, man hat da zwei Gefängnistüren, die sind wunderbar, da kann man aufmachen, man kann aber auch wieder zumachen, ist eine Dualtür. Was wunderbar ist, ist das hier. Das ist eine Tür, eine Gefängnistür, die kann man aufmachen und die kann man auch wieder zumachen. Das ist eine Dualtür. Ja, das war es eigentlich schon mit den Details. Nein. Ja, was sonst eigentlich ist, alles. Alles. Ja, was man da sieht an. Aufkleber. Das ist alles, sind alles Aufkleber. Das ist auch ein Aufkleber. Ist okay. Ja, es ist ein Spielset. Also, und es hat. Naja gut, wenn man überlegt, dass das Set eigentlich 100 Euro so normal kosten würde, dann ist das halt schon ein bisschen teuer für Lego. Aber erneut gesagt, für 67 Euro kann man nichts falsch machen und hat ein paar wunderschöne Turmaufkleber. Man kriegt aber relativ viele Sachen, die man generell für eine Burg haben kann, nämlich zum einen, wenn man das jetzt wieder zu bekommen, das da in Schwarz, das hat es schon lange nicht in Schwarz gegeben. Es hat eine Zeit lang bei den Hogwarts Schlössern, waren die dabei, in, keine Ahnung wie die Farbe heißt, Erbsensperrgrün, da die so, aber wie die Farbe genau heißt, nee, ist okay.
so kleine Türmchen sind auch noch dabei. Was das ist, das muss was für die App sein, dass man das so aufmachen kann und beziehungsweise zumachen, das habe ich nicht so ganz durchblickt. Das ist was für die App, interessiert mich aber nicht. Genauso wie bei der App ist, wenn man da dreht, ist es gelb, dann ist es blau, dann ist es rosa oder rot, da fliegt ein Türmchen runter und dann ist es wieder grau. Hat auch was mit der App zu tun, interessiert mich allerdings nicht. So, und dann schauen wir uns das Ganze jetzt nochmal von hinten an, weil von hinten schaut es auch nicht schlecht aus. Nämlich so. Sieht man das? Man sieht es. Wenn nicht, dann machen wir es so und kann das so eigentlich relativ gut betrachten, wenn dem vielleicht so ist. Oder ich nehme das ganze Teil und hau jetzt einmal so rauf. Passieren tut ja eh nichts. Da haben wir so eine klassische Orgel, weil Vampirlords oder Tentakelmänner auf hoher See dann gerne Orgel oder Klavier spielen, die haben da irgendwie so einen Hang zum Melodramatischen. Dieser Knochenthron ist eigentlich auch relativ cool. Das sind so Einzelteile von Skeletten, also die Beine, dann nach oben und da oben. Schaut cool aus. Dieser Zauberstab ist der Elderstab, der Cousin vom Elderstab. Gehört dem Graf Drukula. So, ich selber immer meinen Witz lachen müssen. Ist okay. Und ja, dann haben wir noch diese Tür. Und mit dieser Tür ist es, ja, hat es was auf sich. Nämlich das Monster der Burg. Nur, jetzt ist halt nur die Frage, wie man das machen kann, ohne dass. Na, da tue ich immer nur weh. Wie macht man das am besten? Das machen wir so. Wir öffnen das schöne Teil. So, und jetzt sieht man da wunderbar zwei Äuglein und so Tentakelviecher, die da hinten ein Traum, ha? Echter Wahnsinn, was die Technik von heute alles schafft. Und jetzt kommen wir also persönlich wirklich zum Highlight von diesem Set. Es sind zwar auch nur Aufkleber, aber trotzdem, ich kann mir nicht helfen. Das sind die relativ coolen Mosaik ange. Hey, da sieht man das Monsterviech. Ein Traum, ha? Das sind die Mosaikfenster. Wenn man das von hinten beleuchten würde, sprich so, mit einem Licht dahinter, schaut es sicher cool aus. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, ich glaube, das hätte was. Muss man schon sagen. Ansonsten, ja, man bekommt halt viel Sachen, man kriegt einige Sachen, die man für eine Burg zum Weiterbauen dann auch verwenden kann. Ich bin aber eher der Sammler, der hat das da jetzt irgendwo im Regal stehen, freut sich des Lebens und denkt sich, es ist ein Set, was nur ein halbes Jahr auf dem Markt war. Ich habe es trotzdem. Und ja, warum auch nicht? Alles in allem, Fazit, was soll man sagen? 100 Euro never ever, 67 Euro, da können wir drüber reden. Ist nicht schlecht, ist jetzt aber auch nicht, dass ich sage, oh cool, Lego hat eine neue Burg gebaut, weil das ist es nicht. Das ist immer noch Hidden Side, aber es ist okay. Es ist okay. Dann nochmal die Minifiguren. Lego Hidden Side. Gut, das war's jetzt einmal. Jetzt haben wir uns das Video. Die Burg aus Hidden Side ein bisschen genauer angeschaut. Das Reden ist gerade irgendwie anstrengend. Ich sitze da relativ komisch da. Und ich mache jetzt einmal kurze Drehpause und gehe einen Schluck trinken. Kriege nämlich jetzt gerade irgendwie so einen trockenen Hals. Kennt ihr das, wenn man so ein bisschen so. Ganz eigen. Wurscht, wir sind off topic. Also, noch einmal Fazit. Okay. Mehr aber auch nicht. Die Lego Hidden Side Burg. Ein Traum. Aber 100 Euro sind es nicht. 67 ist okay. Bis dann und Tüdelü. Perfekt, oder?